So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und wir befinden uns immer noch in Woche 1 der Sperre, der 2-Wochen-Sperre. Also wundert euch nicht, wenn keine Videos kommen und wenn das Video kommt, wenn es schon gar nicht mehr aktuell ist. Aber es ist jetzt Freitag, es ist 11.09 Uhr. Seit 11 Uhr kann man Palkia raiden. Nicht das erste Mal in den Raids, das zweite Mal in den Raids, deshalb jetzt auch mit Shiny-Einführung, was wir natürlich sehr toll finden. Jetzt haben wir uns hier einen Raid rausgesucht beim Glockenbrunnen, den seht ihr hinter mir. Da waren wir letztens auch und haben einen Community-Raid gemacht. Jetzt ist das hier auch wieder der erste Raid, der aufgeht. Ihr seht das auch hier in der Umgebung. Da ist noch was. Ja, toll, 11.20 Uhr. Der war vorhin aber noch nicht da. Außerdem ist der, glaube ich, auf dem Friedhof. Da können wir also sowieso nicht so gut hin. 11.23 Uhr, Glockenbrunnen passt. Palkia ist drin als Shiny. Es gibt natürlich auch wieder eine Forschung. Hyperbonus 2021, Raum. Erst war Zeit, jetzt ist Raum. 1 von 5 verschiedene Kapitel. Die Belohnungen wisst ihr wahrscheinlich schon alle, weil ihr euch immer so gut informiert auf den diversen Seiten, die das alles preisgeben. Ich werde es nach und nach abschließen, mal fertig machen, so für mich. Wir wollen jetzt aber wieder für den Community Raid ein paar Leute einladen. Und da der Community Tab gesperrt ist, denn ich kann ja keine Streams machen, ich kann keine Videos hochladen, ich kann auch kein Community-Post machen, musste ich das Ganze mal wieder wie bei der letzten Sperre in die Raid-Gruppe posten, ja? Das macht man ja normalerweise nicht, haben wir trotzdem heute mal gemacht. 11.23 Uhr, Palkia Community Raid. Ihr kennt die Regeln. Ivar Mild und Ivar Pikant laden ein. Egal, ob ihr mit denen befreundet seid oder nicht, schreibt euren Trainernamen und Trainercode dann unter diese Nachricht. Die ersten 10 werden eingeladen. Wir haben jetzt hier Shenaya, Zoom, Schilling 3, Flex, Jano Banox, Mazofix, Coolstunt, Dan, Curvy Diva, Lusch mein Nummer und Mr. Cool, aka RM. Das heißt, ich habe immer 2 Handys dabei, ja? 2 iPhones. Links kann ich 5 einladen, rechts kann ich 5 einladen, weil insgesamt können ja 5 eingeladen werden und 10 Fernraider insgesamt in eine Lobby. Ich selber bin auch vor Ort mit 6 Accounts, das seht ihr dann, wenn alles passt, müssten wir also 16 Leute sein. Ich denke mal, der Thomas hat den Rest, der unten war, weggelöscht. Dann ist auch eine andere Lobby gekommen hier, 11.40 Uhr, die können dann direkt weitermachen. Ich muss nur darauf achten, dass ich die jetzt alle noch beschrifte. Ich habe auch schon alle drin, außer Jano Banox, der hat bis eben noch nicht angenommen. Aber es ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Es ist 11.12 Uhr, 11.23 Uhr geht's los. Er hat noch 10 Minuten Zeit, die Freundschaftsanfrage anzunehmen. Sonst wird er nicht eingeladen. Ich kann euch nochmal den Glockenbrunnen zeigen in Ruhe, ne? Sind wir öfters hier. Da habe ich letztens die Handys draufgelegt, habe da gezockt. Jetzt liegt hier ein bisschen Laub rum. Das war beim letzten Mal auch noch nicht so. Da ist der Glockenbrunnen. Sieht er nicht herrlich aus. Da geht es die Treppe runter. Und ja, da würde ich sagen, fangen wir noch was zum Übergang. Warten, bis der Jano Banox annimmt. Und dann machen wir mal den Palkia Raid, um zu gucken, ob vielleicht direkt im ersten Raid ein Shiny dabei ist, ob ein gutes dabei ist. 100er Wert ist, glaube ich, 22,80. Wer 22,80 bekommt, Glückwunsch. Zack, das hingelegt. Hier ist die Handyarmee. Ramses, die Einmannarmee. Ich weiß noch nicht, ob ich es dann hier reinstelle oder draußen lasse, weil hier ist ein bisschen dunkel. Ich glaube, ich werde es draußen auf die Steine legen, dass die Belichtung besser passt. So, der letzte hat also auch noch angenommen. Der Raid geht auch gerade auf. Es ist ein Balk ja geworden, ja, was auch sonst. Ich sehe hier aus, als würde ich am Esstisch sitzen. Wir gehen jetzt mal hier auf die Lobby. Die anderen sind nämlich schon alle hier drauf. Jetzt gleich wieder Pass einwerfen. Mit den 2 iPhones im Prinzip zuerst rein in die Lobby. Dass wir natürlich die Leute einladen können, die wir markiert haben. Immer mit den Punkten gehe ich hier auf Einladen. Hier gehe ich auf Einladen. Hier gebe ich den Punkt ein. Habe Coolstunt, Dan, Lusch mein Nummer, Covid Diva, Mazofix, Mr. Cool. Hier haben wir Flex, Jano Bano, Zoom, Schilling, Shenaya, die sind alle eingeladen. Wir werfen die restlichen Pässe rein. Wir gehen mit dem großen Account rein. Henry Niki hätte auch gerne mitgemacht, hat aber in die falsche Gruppe geschrieben. Wenn jetzt der Letzte nicht angenommen hätte, hätte ich ja noch einen Platz frei und hätte Henry Niki einladen können. Aber der Letzte hat jetzt eben angenommen. Eine Minute, bevor der Raid losgeht. Ich habe auch keine Ahnung, was wir jetzt nehmen. Das ist Typ Drache.
Wir nehmen also Drache oder Eis. Es wählt hier aus Gardevoir, Knackrak, Knackrak, Palkia, Palkia gegen Palkia, Despoda, Dialga. Hier haben wir noch Dragoran mit drin, Bruder Landa, aber auch wieder Gardevoir am Start. Hier haben wir Regiram, Gardevoir, Knackrak, Rihonja, Despoda. Hier ist Dragoran, lauter Despoda, Knackrak, Bruder Landa, Dragoran, Gardevoir, Dialga. Und hier fängt es auch an mit einem Gardevoir. Gardevoir, Dragoran, Felinara, Wodka Hondas, Xerneas und Togekiss. Wir lassen das Team einfach mal so drin, wie es jetzt ist. 15 Leute, wie gesagt, 16 müssten wir sein, wenn alle angenommen haben. Shenaya, Kurvi, Diva, Matzofix, Schilling, Flex, Cool Stunt Dan, Zoom, Lusch, mein Nummer, Jano Barnox, ich glaube Schilling 3 hat jetzt gefehlt, keine Ahnung. Wir drücken jetzt auf jeden Fall drauf, gucken mal, wo das Shiny dabei ist, ob es einen 100er gibt, was das Beste überhaupt in der Runde ist. Wie gesagt, 22,80 müsste es dann eigentlich sein. Das ist wieder eine richtig... Die Arena ist auf jeden Fall nicht optimal, ja? Ihr müsst hier rumknien, hier rumbuckeln, was auf jeden Fall nicht bequem ist. Dann müsst ihr hier das Zeugs alles auf diesen unbequemen Tisch legen. Jetzt habe ich gedacht, ich bin schlau, ich lege mir hier einfach diese Windschutzscheiben ab, Deckfolie auf den Tisch, damit das eben alles ein bisschen ebener ist. Aber ich sehe schon, die Hügel, die kommen durch die Folie durch. Die Handys fliegen kreuz und quer rum beim Drücken. Das ist auf jeden Fall nicht so optimal. Wir hätten uns auch darüber setzen können, stellen können, beziehungsweise am besten wäre es gewesen, wirklich, ich hätte mich an den Kofferraum gestellt vom Auto, hätte das alles auf die Hutablage gelegt, hätte das schön vor mir gehabt, hätte stehen können, alles wäre eben, nichts wäre rumgeflogen, aber da wäre die Belichtung wieder kacke. Ihr seht, Videos machen ist gar nicht so einfach, auf was ihr da alles achten müsst. Ne? Ich habe euch jetzt in die Topfpflanze reingestellt, in die Untertasse sozusagen, damit es von der Entfernung her auch passt. Und es ist ein 27,75, das heißt, das hat Wetterboost. Toll, den Wetterboost-Wert habe ich jetzt gar nicht im Kopf. Wir gucken einfach mal durch, was das Höchste ist bei allen. Das heißt, 20 Bälle, 18 Bälle, vielleicht später. Vor allem auch gucken, ob ein Shiny dabei ist irgendwo gleich. 28,15. Siebenundzwanzig, achtundzwanzig, fünfzehn ist das Größte jetzt auf den kleinen Accounts. Jetzt hängt hier das Blumenzeug vor die Kamera. Letzter Angriff, Zoom, Shenaya, Kampfstark, Schilling 3, Reisender. Schilling 3 war drin. Und wer hat dann gefehlt? Ich weiß es nicht. Wer gefehlt hat, schreibt es mal in die Kommentare. Cool Stunt Dan, auch geballte Ladung, Ausdauerspezialist. Hat 38 Sekunden gekämpft, I war soft. Ich bin nicht dabei, sehr schön. Wir haben jetzt noch eine Chance auf das Shiny. Es ist kein Shiny, 27,75. Zum Fangen lege ich euch aber wieder, stelle ich euch beziehungsweise aufs Auto. Hier, da habt ihr jetzt drin gestanden, in der Pflanze, im Untertopf. Jetzt geht es nämlich darum, wie lässt sich das fangen? Lässt sich das gut fangen, lässt sich das schlecht fangen? Oh mein Gott. Haare. Wir werden also wieder den Kreis einstellen. Die Dialga war ja richtig gut zu fangen, fand ich. Der ist nicht nach links, der ist nicht nach rechts, der ist ab und zu mal gehüpft. Der Kollege hier hüpft auch. Ich sehe, der Kreis ist auch relativ groß. Im Gegensatz zu seinem Kopf. Der Kopf sieht immer noch aus, als wäre es ein Schrumpfkopf, keine Ahnung. Der passt einfach nicht zum Rest des Körpers, ja. So ähnlich wie bei mir. So, wir werfen jetzt mal hier drauf. Nicht zu weit, nicht zu kurz. Der ist eigentlich relativ in der Mitte. Bei manchen werft ihr ganz leger und er fliegt trotzdem zu weit. Dann wisst ihr, ihr müsst ganz wenig Kraft aufwenden. Bei anderen müsst ihr richtig werfen wie ein Schmied, dass der Ball überhaupt hinkommt. Das ist eigentlich ganz gemütlich. Ihr curvt nur ganz kurz einmal. Und er kommt auf jeden Fall bis hin. Ist auch drin im zweiten Ball. Einfach fabelhaft, dürfte also kein Problem sein.
Kreis war trotzdem so, bei anderen ist ja vielleicht so, der Kreis war jetzt so und es war trotzdem einfach fabelhaft. Haben jetzt ein paar XL bekommen, wir bewerten den auch mal, das ist 12, 12, 11, also nicht so krass, aber wir haben jetzt noch einen Lucky Trade. Dafür muss ich aber erstmal auf dem Adi-Account das Palkia noch fangen. Ich habe nämlich hier geguckt, ich habe noch ein paar Glücksfreunde, mit denen werde ich jetzt jeden Tag ein Lucky Palkia Trade machen. Ich komme nicht auf meine Liste. Jetzt Wodka Hondas, morgen ist Wodka Hondas dran. Morgen ist Samstag. Wenn die heute was fängt, Wodka Hondas, dann können wir morgen traden. Adi habe ich jetzt mitmachen lassen, dass der eins fängt, dass ich mit dem heute trade. Dann habe ich immer noch für Sonntag und Montag Fetti und Jason und bis dahin habe ich vielleicht einen neuen Glücksfreund. Das heißt, wir fangen kurz beim Adi. Hoffentlich kriegen wir das. Und dann gibt es gleich noch einen Lucky Trade hinterher. Vielleicht dann das 100er. So, ich habe gerade gesehen, der Biersöldner hat eingeladen für Skaraborn. Das wollen wir jetzt aber nicht machen, denn wir wollen den Lucky Trade machen. Skaraborn, sage ich euch nämlich gleich was dazu. Wir gehen jetzt erstmal hier auf den Adi mit Wetterboost. Das heißt, wir sehen auch gleich den Wetterboost-Wert für das 100er. Das ist nämlich das, was als Maximum dann dort steht. Nehmen. Was nehmen wir denn? Nehmen wir das? Nehmen wir ein anderes? Habe ich noch andere Palkia da? Noch ein paar alte vielleicht. Das ist ein 96er, 93er. Das können wir wahrscheinlich weghauen. Ja, das ist eh alt. Und gehen auf das mit Wetterboost. Mir geht es jetzt darum, dass bei jedem Trade mit Palkia, den ich mache, ich auch ein garantiertes XL-Bonbon bekomme. Deswegen tausche ich nicht die beiden von hier. Ich tausche eins, was weiter weg ist. 28,50. Wäre der 100er wert. Was hat das gerade gehabt? Habe ich gerade ein 100er weggetauscht? Hat Adi einen 28,50er gehabt? Oh mein Gott. alles ist okay. 28,24. Hier ist es 22,33. Das heißt, das ist schlecht. Das ist besser, aber im Prinzip auch noch schlecht. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz nachgucken ins Tagebuch. Da steht doch drin, was ich gerade gefangen habe. Gut, ich habe jetzt nochmal alle Accounts durchgeguckt. 28,15 hatte ich auf dem einen drauf, nicht 28,50. Jetzt war ich schon komplett verwirrt. Ich dachte, ich habe jetzt hier auf Adi 28,50 gehabt. Dabei war es 15 und nicht auf Adi, sondern auf dem anderen. Man hätte einen 100er weggetradet. Skaraborn, auch eigene Geschichte. Ich werde natürlich jetzt die ganze Zeit mit dem Main-Account Palkia raiden. Jedes Palkia, was ich sehe, raiden auf der Suche nach dem 100er, Einladungen annehmen von euch auf der Suche nach dem 100er und Skaraborn, werde ich keinen einzigen Raid Pass ausgeben auf dem Main Account. Ich werde mit den kleinen Accounts Skaraborn Raids machen und auch nur die freien Raid Pässe verbrauchen und entweder ist da ein Shiny dabei oder nicht. Da will ich konsequent sein, denn Skaraborn gibt es danach auch in der Wildnis wieder als Shiny dann, so wie Pandimos bei uns, was überall rumsitzt und man danach plötzlich 100 Shinies hat, ungewollt, gibt es Skaraborn danach auch in der Wildnis. Bei den Gala-Sachen, die Wochen drauf, Ultra Bonus 3 ist es komplett anders, die kriegst du nicht wild, die musst du raiden als Shiny. Also spare ich mir die Pässe der kleinen Accounts für die Gala-Shinies auf und werde Skaraborn nur die freien wegmachen. Das war es jetzt aber von meiner Seite aus. Jeder hat eine andere Taktik. Ihr werdet Skaraborn sicherlich raiden für die XL-Bonbons, generell für Bonbons, für den Pokédex-Eintrag, für das Shiny, für gute IV. Kriegt ja auch nochmal eine Mega-Entwicklung. Das war es trotzdem von meiner Seite aus. Habt ihr heute ein Palkia gemacht? Ist Palkia überhaupt noch da, wenn das Video online ist? Habt ihr ein gutes Palkia bekommen? Schreibt mal eure Ausbeute hin und was euer Bestes ist. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.